Okay, wir machen jetzt mal die Mission. Wir werden die später aufrüsten, die Assassinen. Eine Kutscheverteidigung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein Kriegsangriff wurde erfolgreich abgeschlossen. Valentino Virgil ist jetzt Stufe 7. Ja. Oh, ich glaube, ich habe gerade... egal. Stille Post. Der Feind ist alarmiert. Wichtige Nachrichten werden nun von bewaffneten Söldnern überbracht. Das wird uns nicht hindern. Sorgt dafür, dass die Nachrichten mit ihren Überbringern untergehen. Nicolo. Weil jetzt innerhalb von 60 Sekunden töten. Okay, sind nur zwei Ziele. Und die sind ja gar nicht so weit entfernt. Beachtet, dass die alte Gerberei die Entschädigung angenommen hat. Er kommt nicht weit. Er wird runter hier. Oh Gott. Oh, Luft hat da auf Wachen von einem. Okay, Gott. Komm. Sehr gut. Ah, 50% leider nur. Aber egal, nicht so schlimm. In Frieden. Genau. Wichtig, wichtig, dass man das sagt. Aber war ja schon mal was schon ganz gut war. Wenn man es so ausdrücken will. Rionale erinnert Wallfahrer daran, ihre Notdurft nur in den dafür sich an, wenn man vermutlich nur noch weniger. Leonardos Verschwinden mache ich irgendwann später. Nach der Hauptmission. Höchstwahrscheinlich. Wir sind ja auch schon fast da. So. Assassin kann ich jetzt auch mal direkt verbessern. Ja, schon fast an ihrem Zenit da. Okay. Ein 7er, 2 6er, ein 5er. Und der Rest ist noch unterwegs. 43 Sekunden, 43 Sekunden. 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten. Oh. Ich hätte eigentlich auch die Mission schon mal anfangen können. Naja, egal. Überbringer schlechter Nachrichten. Die Borgia haben ihren Ermittler losgelassen. Wenn sie uns nicht finden, werden sie die Bewohner rumsquellen, bis sie Antworten bekommen. Steckt präzise zu, sonst könntet ihr überwältigt werden. Ziel darf nicht Verstärkung rufen.
So. Komm. Wow. Oh, ich habe noch die alte Steuerung drin. Von AC 4 und natürlich auch 3. Komm, komm, greif doch an. Gott. Oh. Scheiße. Lauft, ich gebe euch einen Vorsprung. Komm doch. Erst mal wieder an die alte Steuerung gewöhnen. Sehr schön. Hat nicht Verstärkung gerufen, war eigentlich ganz gut, habe ich ganz gut gelöst, fand ich. Ja, der ist sehr gelenkig, der Mann. Unseren tapferen Wachen nicht hält. Ein guter Platz. Hört her! Die Stadt ist gefangen in Angst. Komm hier. Auftragsantrag, where are you? War es wieder eins? So. Aber das Antrag war ja eigentlich ganz chillig von mir erledigt, würde ich es mal so behaupten. Und denke ich auch letztes Attentat, das im Moment verfügbar ist. Haben wir wieder ein paar. Ah, okay. Rüstung wieder. Welche die Nummer 8 sind. Jetzt Level 8, meine ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die ersten 6 Minuten wieder. Oh, natürlich habe ich wieder eins vergessen. Missionen. Der Händler von Rom. Händler unter dem Schutz der Borgia tauschen oft Gefälligkeiten auf Kosten der ehrlichen Händler aus. Zeigt ihnen, dass ein Schutz durch die Borgia nur ein Mythos ist. Nicolo, die Assassinen-Rekruten einsetzen, um die eine Ablenkung zu erzeugen. Okay. Alles gewagt von mir. Kann mir ja Zeit lassen. Pfeillage ist wieder verfügbar. Das ist sehr gut. Derjenige, der das Kind von der Madonna mit Kind-Statue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte, es wieder zurückzubringen. Gott wird es euch danken. Ich glaube, ich sollte mich auch ein bisschen informieren.
Hab ich's geschafft? 100%, yes, Rekruten und so. Lauft, okay, ich laufe. Ich laufe so schnell ich kann. No. Yes. Oh, wie schlimm, wer war das? Ich kann's nicht glauben. Hab ich's geschafft? Wir haben es geschafft. So. Damit hätten wir die Auftragsentscheidung geschafft. Läuft bei uns. Uhuhuhuhu. Ich wollte natürlich reinzoomen eigentlich. Ich war gerade ein wenig daneben. So. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Hauptmission. Ein bisschen Hauptmission kann er nicht schauen, ey. Und ich mache dabei ein paar Schätze. So wie es sich gehört. Vielleicht kriege ich ja was, was ich brauchen kann. Denn die jetzt einzeln zu suchen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Wolle kann ich nicht gebrauchen. Zumindest nicht im Moment. Oh, der ist runtergefallen. Schade, schade, Schokolade. So. Okay, komm. Yes. Hoch hier. Sehr gut. Und rüber. Darauf. Und komm. Da. Und. Ich will doch nur ein paar Schätze haben. Geh mal hier, hast du noch vielleicht drei? Komm, drei hast du doch bestimmt. Zwei, aber immerhin. Kardinalspurpur. Ja, kann man schon mal gebrauchen. Ich werde jetzt eigentlich alle Schätze einsammeln, die mir so auf dem Weg in die Nähe kommen. Also die jetzt in der Karte auftauchen. Im Umkreis der Kleinkarte jetzt hier. Der Minimap. Ah, ich glaube, ich muss hier hoch. Oder? Ach. So. Saphir brauche ich leider auch im Moment nicht. Das ist natürlich Pech. Und Scheiß auf den Dieb. Den braucht eh keiner. Erst letzten Monat kaufte der Diskussion. Ja, ich glaube, das war's dann anscheinend mit Schätzen. Okay, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht haben, aber von mir aus. Alles klar, dann gehen wir mal in die Rosa in Fiore, ne? Ja, ich glaube, wir nehmen erstmal die Kurtisanen-Mission an. Gut gemacht, Ezio. Den Kurtisanen nach sind nur die Treuen übrig. Sie sagen die Wahrheit. Dann zögern wir nicht. Gesandte des spanischen Königs und des deutschen Kaisers kamen nach Roma für eine Audienz bei Cesare. Bring sie zum Schweigen, mein Sohn.